In der Broschüre wird davon ausgegangen, es wird einerseits, also es werden verschiedene Thesen gebildet. These 1 ist die Überalterung der Gesellschaft. Darauf bin ich ja schon mal eingegangen. Das weiß ja nun mittlerweile fast jeder, der sich nur ansatzweise mit dem Thema beschäftigt. Die Überalterung der Gesellschaft führt zu einer massiven Zunahme von Hilfsbedürftigen und natürlich auch vom Pflegebedürftigen. Die veränderten Bedürfnisse der Bewohner und Bewohnerinnen und die veränderten Bedarfe der Bewohner und Bewohnerinnen müssen berücksichtigt werden. Die Lebenserwartung wird weiter zunehmen. Mit zunehmendem Alter aber leben immer mehr Menschen in Einpersonenhaushalten, die entweder durch ambulante Dienste oder durch aktive Nachbarschaftshilfe versorgt werden könnten, um die Kosten, die im Pflegebereich entstehen, niedriger zu halten, aber auch um die Selbstständigkeit und Eigenständigkeit und die Solidarität untereinander zu fördern. In der Broschüre wird davon ausgegangen, es wird einerseits, also es werden verschiedene Thesen gebildet. These 1 ist die Überalterung der Gesellschaft. Darauf bin ich ja schon mal eingegangen. Das weiß ja nun mittlerweile fast jeder, der sich nur ansatzweise mit dem Thema beschäftigt. Die Überalterung der Gesellschaft führt zu einer massiven Zunahme von Hilfsbedürftigen und natürlich auch vom Pflegebedürftigen. Die veränderten Bedürfnisse der Bewohner und Bewohnerinnen und die veränderten Bedarfe der Bewohner und Bewohnerinnen müssen berücksichtigt werden. Die Lebenserwartung wird weiter zunehmen. Mit zunehmendem Alter aber leben immer mehr Menschen. Es leben immer mehr Menschen.